Die SIN 903 und der Breitling Navi Timer. Um diese beiden Uhren ranken sich viele Fragen und Mythen. Ist die SIN ein Fake, ein Nachbau, eine Hommage oder vielleicht sogar der einzige legitime Nachfolger der Breitling Navi Timer? Die Antworten aus meiner Sicht erfahrt ihr in diesem Video. Viel Vergnügen! Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Wie ihr hier im gesamten Umfeld sehen könnt, bin ich nicht in meinem Büro, nicht am Schreibtisch. Ich habe hier ein Behelfsmikro, sitze in einem wunderschönen Strandkorb und da hinten raus ist das Meer, was ihr bestimmt auch im Hintergrund rauschen hört. Wenn es ein kleines bisschen wackelt, dann mag es daran liegen, dass ich mich zu viel bewege oder zu viel Wind ist. Die SIN 903 und der Breitling Navi Timer, das sind Uhren, die sich sehr ähnlich sehen und das mit gutem Recht. Im Jahre 1952 bzw. 1954, hier gehen die Quellen etwas auseinander, hat Breitling den Navi Timer in der ursprünglichen Form auf den Markt gebracht. Diese Uhr war ein relativ großer Erfolg und war auch viele Jahre im Programm von Breitling. Als dann in den 70er Jahren die Quarzkrise kam, geriet auch Breitling in die Schieflage und der damalige Eigentümer Willy Breitling sah sich gezwungen, 1979 in die Insolvenz zu gehen. Bereits 1978 liefen Gespräche mit Ernest Schneider. Ich spreche das mal deutsch aus, weil ich nicht genau weiß, was für ein Landsmann das ist und wie er sich selber aussprechen würde. Ernest Schneider war damals Inhaber der Firma Sicura, die günstige Uhren bauten. 1979, als die Insolvenz vollzogen wurde, hat dann Ernest Schneider die Markenrechte an Breitling, Navi Timer sowie auch anderen erworben, ohne jedoch die Teile und die Werke zu erwerben. Die Teile und die Werke wurden anderweitig verkauft, zum Beispiel an Orator, auch hier weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, Oleg und Weiss sowie SIN Spezialuhren. In der Folge wurden die Uhren insbesondere von Oleg und Weiss und von SIN Spezialuhren gebaut, was dazu geführt hat, dass in den Jahren 1979 und vielleicht auch noch 1980 Oleg und Weiss bzw. SIN gelabelte Uhren auf den Markt kamen, die im Inneren aber Breitling-Teile hatten und auch den Breitling-Schriftzug trugen. Insofern kann man mit einigem Recht sagen, dass SIN ein legitimer Nachfolger des Ur-Navi-Timers ist und dieses Modell nicht nur gebaut, sondern auch weiterentwickelt hat. Weiterentwickelt im Sinne von Wasserdichtigkeit, sodass die Uhr heute durchaus zum Schwimmen geeignet ist, was aber leider auf Kosten der mit der Hand drehbaren Rechenschieberlünette ging, sodass diese nur noch über eine auf der 11 Uhr Position sitzenden Krone zu bedienen ist. In der Zeit nach 1979 hat Breitling den Navi Timer weder gebaut noch verkauft und die Zukunft war ungewiss. Das einzige Modell, was am Markt in Europa wirklich zu haben war und auch erfolgreich und in Massen verkauft wurde, war die SIN 903. Erst im Jahre 1982 hat Ernest Schneider Breitling neu gegründet und diesmal an einem neuen Ort in Grenchen. Und in der Folge dieser Neugründung wurde auch der Navi Timer neu aufgelegt und zu einem Erfolgsmodell. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist nach einer mehr als dreijährigen Pause dieser Navi Timer von Breitling der legitime Nachfolger des ersten originalen Navi Timers mit einem neuen Besitzer, einer Neugründung an einem neuen Ort nach dreijähriger Pause? Oder ist es SIN, die das Design nicht erfunden haben, aber in einer unmittelbaren Nachfolge nach der Insolvenz übernommen haben, das Design gepflegt und weiterentwickelt haben und bis heute bauen? Eine, wie ich finde, schwere Frage, aber ich denke, es wird zumindest ganz klar, dass SIN hier nicht kopiert hat, sondern weitergeführt hat und weitergeführt hat im Einklang und mit Übereinstimmung der ursprünglichen Firma Breitling, denn diese hat schließlich die Teile und die Werke verkauft.
dass Ernest Schneider die Markenrechte an Breitling, Navitimer und anderen erworben hat, war noch keine Garantie dafür, dass er die Uhr auch irgendwann bauen würde. Ende der 70er Jahre war nicht abzusehen, wohin die Quarzkrise der Uhrenindustrie führen würde und ob es jemals eine Wiederauferstehung der mechanischen Uhren geben würde. Insofern ist Sinn-Spezialuhren und in gewisser Weise auch Oleg und Weiss hier voll ins Risiko gegangen und hat die Uhr auf eigenes Risiko anfangs mit Breitling-Teilen, später mit eigenen Teilen weitergebaut und fortgeführt. Ich denke, dass die beiden Modelle, der heutige Navitimer sowie die Sinn 9 und 3, vollkommen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und ob jetzt die 903 der wahre Nachfolger ist oder der heutige Navitimer, das bleibt wohl in der individuellen Betrachtungsweise des Einzelnen. Für mich steht zumindest fest, dass die 903 volle Berechtigung hat, das Design zu tragen, zur Schau zu tragen, zu verwenden und auch mit einigem Stolz behaupten kann, das ihrige dazu beigetragen zu haben, dass dieses Design und diese Uhr nicht untergeht. Und darauf darf man stolz sein. Oder anders ausgedrückt, es gibt nur einen Original Breitling Navitimer und der wurde nur bis 1978/79 gebaut. Alles, was danach kam, ist nicht mehr der Original Navitimer, sondern nur etwas, was danach kam, unter anderen Bedingungen. Ich hoffe, ich konnte euch meine Sichtweise etwas näher bringen und ihr habt jetzt weniger Fragen bezüglich der Sinn 903 oder des Navitimers, als ihr vorher hattet. In diesem Sinne, viel Spaß auch bei meinen zukünftigen Videos. Ihr könnt meinen Kanal auch gerne abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und bis dahin dann, euer Watchmaxe.